Hallo und herzlich willkommen zurück bei Patron. So, Vorratsraum gering, schon wieder, oh mein Gott. Wer hat irgendwie das Gefühl nicht los, wir müssen dieses Q-Ding hier bei 38 von 38 und irgendwie... Ja, ich weiß nicht, also irgendwie kriegen die diese Viecher nicht weg, ne? Irgendwie ist das schon... Ja... Arg seltsam, hier 29 von 29, wir hätten so gerne... Hier, Strafe, ja... Ich weiß nicht, irgendwie... Ach, naja... So... Ja, Vorratslagerraum, gering, hervorragend. An was hängt's denn? Ich meine, am Gold wird's ja wohl nicht liegen, ne? Also, Essen. Essen ist halt so eine Sache, ne? Monatlich produziert, monatlich verwendet. Das müsste eigentlich nach unten gehen. Ah. Ja, das ist schon eher da. Das geht auf alle Fälle runter. Hm. Ja gut, aber es ist halt auch Winter, ne? Muss man halt auch sehen. Ja, das ist ja was, was jetzt irgendwie so übers Jahr hinweg steigt, ne? Muss man ja jetzt auch mal ehrlich sagen und so, ne? Wisst ihr was? Ich glaube, wir werden... Sicher darum, dass du Ranch ändern möchtest. Derzeitige Vieh wird mit möglichen Verlusten geschlachtet. Jo, anwenden, mache er. Kommt da jetzt dann irgendwann mal jemand und hackt die weg oder. Wird schon hindern. Ich meine, wir müssten die ja sowieso eigentlich umziehen hier hoch, ne? Also. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. So. Wir haben hier unser. Genau. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich... Ach, hier. Forschung. Meine Güte. Ne? Jung. Ja, mach mal hier Propaganda. Auf 15 Tagen ist das durch. Klöppeln wir mal kurz drauf. Offensichtlich scheint es ja ganz gut zu funktionieren. Ne? So mit allem drum und dran. Essen kann ja momentan keins nachkommen. Es ist ja Winter und im Winter wissen wir, da funktionieren die Felder ja nicht so, ne? Also, was soll es? Naja. Mal schauen. So, hier, Propaganda ist durch. Töpferlehrling brauchen wir nicht. Basisbütisierung. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Tiefes Bergwerk, glaube ich, brauchen wir eigentlich auch noch nicht, ne? Weil... Wofür? Großer Teich, da klatscht den mal rein, dann ist der auch weg. Dann ist der auch gemacht. So. Machen hier mal nochmal einen Ticken schneller. Die laufen ja hier gut rum und machen und tun und so, ne? Hier, da sieht man auch, wird, glaube ich, weniger. Ja, 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 ja. Macht nur hier dann Pavillon. Dann der Pavillon. Der rennt da auch ganz ordentlich durch. Ich hoffe einfach, dass es jetzt relativ schnell weitergeht, natürlich. Ja, ist ja die große Sache. Dann hier die Starte noch, da bleiben wir auch noch. Ja, 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 ja. Ja, das geht alles. Das kriegen wir hin. Potenzial maximieren. Windmühlenproduktion in der Nähe von Feldern wollten wir auch noch machen. Ja, da ist es. Wir machen das mal. Also wenn unsere Windmühlen nicht in der Nähe von Feldern stehen, dann frage ich mich aber, ja, noch viel näher geht ja fast schon an. Ne? Fokus Bildung. Mehr Ressourcen in die Bildung gelenkt und die Effizienz der Schulen erhöht. Oh, das klingt ja schon irgendwie... Das klingt schon irgendwie dicke, oder? Ich glaube, das ist was, was wir brauchen. Ich glaube, das ist was, was wir brauchen. Ja, mehr Bildung. Bildung ist Fortschritt. Ja, Fortschritt muss sein. So, wir machen jetzt mal ein bisschen langsamer. Hier dann den zu. Und dann haben wir hier natürlich... Oh, viel weniger produziert. Ja, weil die jetzt gerade am Arbeiten. Ne?
ganz klar, aber ihr seht ja, Nahrung kommt ja ordentlich rein. Ich glaube nicht, dass es da einen Grund gibt, sich irre machen zu müssen. So. Und selbst wenn. Wo ist denn, das ist doch eine, oder? Was ist das? Das ist ein Kerzengeschirr. Wiederverwendbare Formen. Klatsch mal rein. Hammer. Gut. Wo ist denn die, was hast du für Probleme? Keine Ahnung. Mach mal. Hier so. Wo ist denn unsere Sägemühle? Das ist eine Försterhütte. Alles gemacht, alles gemacht. Aber wo ist die Sägemühle? Das ist die Sägemühle. Das ist die Schule. Okay. Dass wir eine Sägemühle hatten. Mehr als eine. Auch nochmal eine Försterhütte. Das ist auch eine Försterhütte. Das ist eine Distille. Da sind die beiden Bäckereien. Das ist ein Sieg. Können wir da nochmal? Nein, wir können da nicht mehr expandieren. Wow. Okay. Wie sieht es denn aus mit unserem Kohlebergwerk? Kann unser Kohlebergwerk nochmal expandieren? Oh, das kann nochmal expandieren. Ja, hier expandiere er. Zack, rein damit. Dann wird da, glaube ich, ordentlich produziert. An Leuten sollte es uns ja theoretisch zumindest nicht mangeln. Genau. So. Ich schalte mal die Bäume aus. Die sind da eher ein wenig störend. Also für mich zumindest. Hier, wir können auch jeweils nochmal expandieren. Und das ist schon ganz ordentlich. Ah, Kühe. Kühe. Endlich Kühe. So, Produktion 120 Liter Milch oder Eimer im... Das ist ordentlich. Ich würde sagen, wir... Ja, komm, das sind nur Münzen. Da kaufen wir noch zwei Erwachsene. Kostet ein bisschen Geld. Alle kleinen, ne? Alles kein Thema. So. Was sagt die Forschung? Die Forschung sagt, wir sind mit... Wollten wir nicht Fokusbildung? Wir wollten Fokusbildung. Mach das doch mal bitte. Muss natürlich rein. Steuererleichterung. Reduziert die Besteuerung von Bauern und Arbeitern. Oh, das ist gut. Das sollten wir vielleicht machen. Erhöht die Zufriedenheit der Adligen in der Nähe eines Juweliergeschäfts. Ich weiß nicht mal, woran wir sehen können, ob wir Adelige haben. Ja, ich habe da tatsächlich gerade keine Ahnung. So. Okay, wie sieht's hier aus? Hier sieht's ja an sich eigentlich ganz gut aus. Boah, Möbel haben wir auch. Wie sieht's denn aus mit Keksen? Oh, Weinbrand. Weinbrand gut, Karotte gut. Kekse war doch dieses extrem teure Zeug. Deswegen wollte ich doch unbedingt Kekse haben. Ich erinnere mich. Waage. Irgendwas hier. Feine Gewänder haben wir, okay. Medizin haben wir nicht. Kekse, da. Fünf Kekse, aber die sind halt auch gleich wieder weg, ne? Oh, die sind halt auch gleich wieder weg. Das heißt, hier direkt nochmal ein Bäcker rein. Hier direkt gleich nochmal ein Bäcker rein. Wir brauchen einfach mehr Kekse. Ja, das geht ja mal so. Hallo. Ja, hier, Kekse muss schon laufen, ne? Sonst ist da nicht schön. Aber wir sollten vielleicht auch hier nochmal einen Weg auf der anderen Seite anlegen. Hier so schön nach oben. Ich mach mal den hier. Jo, dann passt das. Sehr gut. So, Forschung ist abgeschlossen. Das heißt, wir können direkt weiter forschen. Das ist sehr gut. Ich möchte die Steuererleichterungen. Wow. Damit wir da mal ein bisschen weiterkommen, ja? Das ist ja... Ich glaube, wir sind vollkommen unterforscht. Das ist meine absolute... Ne? Denke ich schon.
Reichtumsrabatt. Oh, hier ist die Goldmine. Da wollten wir unbedingt hin. Oh, oh, oh. Gute Zeiten. Erhöht Zufriedenheit von Händlern, die in der Nähe eines Gasthauses wohnen. Das klingt natürlich auch sehr gut. Das klingt natürlich auch sehr gut. Und wir haben ja hier ein Gasthaus und dieses Gasthaus hat natürlich schon eine dementsprechende, ne? Wenn wir da mal so hingucken, da sind unsere Blümchen. Ach, wie schön. Hier sind auch nochmal Blümchen. Da steppt der Bär im wahrsten Sinne des Wortes direkt über. Wofür haben wir eigentlich Jäger? Das frage ich mich da halt jetzt schon auch, ne? Also, ich meine, wir haben ja hier... Irgendwo hier ist ja die Garnison, ne? Hier, ja. Die ist sogar isoliert und so. Warum macht der nichts? Ich meine, da läuft ein Bär ständig durchs Gebiet. Was ist hier? Was? Es gibt Leute, die keine Häuser haben? Das kann so nicht angehen. Direkt, wo sind die Häuser? Da sind die Häuser, da sind gleich... Sagt er, wird gar nicht lang. Ne? Da wird ja nicht lang verhandelt. Zack, zack. Zack, zack. Zack, da gleich hin. Und dann würde ich sagen, drehen wir das einmal. Werden da auch nochmal eins hin. So, hier. Werden wir auch gleich nochmal eins hin. Und hey, wenn wir schon dabei sind, werden wir da auch noch eins hin. Alle schön zweigeschossig. Sollen sie doch mal aufbauen. Sollen sie machen. Läuft hier. Schau mal. Schön Äpfel. Wow. Da läuft's. Da geht was. So, wie sieht's hier aus? Hier sieht's auch gut aus. Okay. Dürfer. Okay. Wow. Ofen auch komplett. Der Ziegel läuft. Mit Ziegel läuft. Da können wir jetzt gerade eh nichts gegen tun. Und da können wir nicht weiter. Das finde ich jetzt extrem schade. Das heißt nämlich, wir müssen eigentlich direkt nochmal so eine Försterhütte hier. Wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt so eine Försterhütte neben die Försterhütte stellen? Ja, dann hat der bloß 66. Okay, ich verstehe. Da hat der 92, da hat der 100. Hier. Mach mal den an. 105, 107, 110, 112. Oh. Und da hat der 100. 133, 132. Ich würde sagen hier, oder? Auf 131. Uah. Okay, ich glaube, das passt. Wir haben da jetzt natürlich kein Bauholz. Natürlich nicht. Nein, wo denken wir denn hin? Schön hier nach oben durch. Jawohl, da wird gemacht und getan. Und wenn wir dann genug Bauholz haben, geh hier mal raus. Hier können wir hier noch expandieren. Wir können da nicht mehr expandieren. Können wir hier noch expandieren? Das ist die Schneiderei. Das wollen wir ja nicht, ne? Also wenn, dann wollen, würden wir ja hier. Aber auch hier haben wir schon Expansion nicht mehr. Der ist auf 134. Der läuft dann auf... Ja, die werden das schon fertig bauen. Ich bin da guter Dinge, dass da mal ordentlich dann reinkommt und so. Das schaffen die schon. Ja, wie sieht es denn hier aus? Oh, Kathedrale. Ich würde mal sagen, wir forschen hier bei der Kathedrale weiter, dann kommen wir nämlich hier auch zum Haus der Heiler und ja. Zunfthaus der Bauern, da müssen wir ja auch noch hin. Oh mein Gott. Können wir hier? Nee, können wir nicht. Schade, ich habe jetzt gedacht, wenn ich irgendwie Shift gedrückt halte oder so, dann... Ne, aber ist halt nicht. Schade, schade. Sehr, sehr schade. Hat leider so nicht funktioniert, wie ich gehofft habe. Oh, hier. Ja, ja, ja. Ich sehe schon. Oh, was fehlt hier? Hier mangelt es an.
Dir mangelt es nicht an Feuerholz. Mangelt es dir an Weizen? Kann es sein, dass wir nicht genug Weizen zusammenbekommen? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Lasset uns sehen. Achso, das ist der da. Nein, nein, nein. Ja. Lagerbestand. Weizen. Oh, Weizen tatsächlich. Es mangelt tatsächlich am Weizen. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, aber das ist ja an sich so nicht schlimm. Hier werden Bohnen angebaut. Oh, das ist doof. Oh, da hat er nicht aufgepasst. Oh, da hat er nicht aufgepasst. Wir brauchen auf alle Fälle mehr Weizen. Das sind, glaube ich, nein, das ist ein Hafer. Da ist natürlich der Weizen. Selbstverständlich. Benachrichtigt den König, dass wir sein Geschenk annehmen. Wir nehmen das Königsgeschenk natürlich an. Wir gehen mal hier hin, werden dann diese Windmühle nehmen. Und wir werden diese Windmühle hier hinbauen. Jawohl. Genau das ist es, was wir tun werden. Eigentlich bin ich doof. Was mache ich denn? Mein Gott. Nein! Mach doch das weg. Danke. Hier. Hier. Ich möchte diese Windmühle da nicht haben. Ich möchte diese Windmühle bitte hier haben. Hier und hier möchte ich die haben. Jawohl. Genau. Das ist es, was ich möchte. Und dann möchte ich natürlich deutlich mehr Weizenfelder haben. Das sind ja die hier, haben wir festgestellt. Vorratslager ist voll. Haben wir noch die Möglichkeit, irgendwo ein Lager hinzustellen? Wir hätten tatsächlich die Möglichkeit, noch ein Lager hinzustellen. Wir werden diese Möglichkeit nutzen. Wir werden hier diesen Steinweg nehmen. Wir werden diesen Steinweg hier rumziehen. Und wir werden diesen Steinweg hier rumziehen. Und dann werden wir Gebäude abreißen. Wir werden hier runter abreißen. Geht das so überhaupt? Ich denke, das geht so. Wir werden mal schauen. Produktionsgebäude. Hier ist noch irgendwo das Lager. Lager, wo bist du? Da bist du. Wir werden dieses Lager hier hinstellen. Warum geht das so nicht? Ah. Nein, das ist doof, oder? Das ist blöd. Wollen wir das? Eigentlich wollen wir das nicht, oder? Aber dann müssen die halt... Wie weit laufen die dann außen rum? Das ist halt das Nächste. Das ist halt auch... Reiß das weg. Das geht so nicht. Das ist blöd. Da habe ich nicht geachtet. Aber die Lager funktionieren ja anders, ist mir gesagt worden. Das heißt, wir können hier ein Lager nehmen, können dieses Lager hier so und können dieses Lager dann hier setzen. Wir werden dieses Lager hier setzen und wir werden dieses Lager hier setzen und das finde ich eigentlich ganz gut, dass das funktioniert. Sehr gut, dann können wir die hier nämlich tatsächlich auf die Seite bekommen, was ich schon echt gut finde. Wie sieht es eigentlich aus? Wir haben doch hier diese kleinen, wo sind die denn? Hier, da. Wenn ich die jetzt drehe, die gehen da rein. Ich weiß, da waren zwei kleine drin und genau die zwei kleinen patzen wir da wieder rein. Natürlich hat er wieder einen Fehler gemacht. Ganz klar. So, hier, so. Und jetzt drehe er, mache er so. So, hervorragend. Jetzt hat. Genau. Und hier unten könnten wir ja theoretisch auch noch, ja, da ist ja ausreichend Platz, nachdem wir da endlich die... Oh, da kommt. Schön, da kommt. Das ist hervorragend. Und wenn das dann da mal aufgebaut ist, in der Hoffnung, dass das da dann mal aufgebaut ist, wir müssten hier noch hin. Exakt. Verbesserte Äxte. Verbesserte Äxte. Warum kann ich... Ach, weil... Dünger.
Äxte. Dünger geht gerade nicht, da fehlt es uns an Holz, aber dafür sind die ja da. Dafür sind die ja da. So, bisschen schärfer, das sieht ja so aus, als würde der Rechner nicht mehr leisten. Ne? Das wollen wir nicht. Was ist das? Kultistische Aktivitäten. Die Menschen sind frei, genau. Also hier geht es wieder darum, dass die Kirche Probleme hat, aber die Menschen hier sind frei, jeden religiösen Glauben, den sie wollen, zu praktizieren, solange sie keinen Schaden damit anrichten. Und ja, mir ist das tatsächlich... Da an der Sache ist mir das dann mit der Religion relativ egal. Ja, ich möchte, dass das so frei ist. Ich möchte hier bei dir Schleifstein. Dann hier weiter. Das kostet Bauholz, aber das haben wir hier auch nicht. Denn wir werden das hier nehmen und wir werden den niederreißen. Dann ist der auch sofort da drüben. Das ist gut. Hoppala, so wollten wir das jetzt. Haben wir es? Ich hoffe so sehr, dass hier... Auch hier werden wir so ein kleines Lager hinstellen. Ja, ich glaube, das ist eine ganz coole Sache, wenn wir die hier einfach hier so... Wenn wir die einfach hier so daneben stellen. Ich glaube, das läuft. Ich glaube, das kann man machen. So. Hervorragend. Dann steht hier ein Lager. Ist das schon aufgebaut? Das ist schon aufgebaut. Das ist klasse. Ich glaube nicht, dass wir hier noch Sachen dazu bauen wollen. Zumindest nicht so bald. So. Aber ihr seht schon, das wird wohl noch bis ins nächste Jahr warten. Es ist wieder Winter. Ich würde sagen, wir haben die letzte Folge im Winter beendet. Wir beenden jetzt einfach diese Folge auch im Winter, wenn es kalt ist und Schnee und hier ganz viele Bären in der Gegend rumlaufen, was ich nicht verstehe, denn ich dachte, Bären halten überall Winterschlaf. Aber es ist ja erst November. Ich weiß es nicht. Vielleicht mal schon. Aber Leute, ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin und ciao.